Hätte ja nie gedacht, dass diese komischen Dinger da auch mal irgendwann wertvoll werden könnten. Aber so kann man sich täuschen. So, und der Cobblestone, der kommt zurück in die Kiste. Da haben wir auf jeden Fall... Ne, das nicht. Das auch nicht. Jo, da haben wir auf jeden Fall genug von. So, dann laufen wir wieder hier rein und holen uns dann hier jetzt die... die entsprechenden Dinge in der entsprechenden Bauform. Kann man die hier eigentlich recyceln? Nee. Nee. Also wenn irgendjemand weiß, wie das hier mit diesem Leftover, mit diesem Recycle-Output funktioniert, gerne mal Bescheid sagen. Ich weiß es nicht. So. Das, das. Wir brauchen auf jeden Fall, machen wir mal 100. Wir brauchen auf jeden Fall hiervon. Aber wir brauchen auch hiervon. So. Ja, dann brauchen wir hiervon. Okay, die würden sich dann da richtig drehen, wenn da oben was wäre. Okay. Dann machen wir da oben was hin. Wir haben ja was. So. Der blöde Schraubendreher, der reicht jetzt sowieso nicht mehr. Siehste? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich den Schraubendreher nicht mag? Es ist einfach viel zu unintuitiv, ganz ehrlich. Was ist das hier eigentlich für ein Ding? Das ist der Hammer gewesen, glaube ich, ne? Gravel Sieve Hammer, ja, genau. So, mein Test, da sind wir wieder. So. Was wollte ich hier? Ich wollte hier Dings holen. Iron Ingot. Hier ist übrigens Kupfer, also falls wir mal Kupfer brauchen, wir haben hier welches. Ja, und ein Stöckchen. Gucken wir mal, wie der Scheiß hier von oben aussieht. Jo, wie erwartet. Da kommt sowieso Erde drauf, ne? Also das ist dann später sowieso nicht mehr sichtbar, aber dann ist es zumindest auch von unten halbwegs brauchbar. So, wie kommen wir denn da jetzt am besten runter? Mal hier hinten, wo offen ist, ne? So. Weiter geht's mit dem Schraubendreher, Schraubendreher. Ja. So. Und dann klatschen wir. Da-dum, da-dum, da-dum. Klatschen wir ein paar davon an die Wand. Ja, einer spielt natürlich wieder verrückt. Und hier auch nochmal zu. So. Auf der Seite genauso. Und dann kann man das doch schon... Sieht aus, als wenn das nach unten hin wieder so ein bisschen zugehen würde, ne? Wenn hier irgendwie das hier so abgerundet und dann hier geht es auch wieder zurück ein Stückchen. Ja. So, dann haben wir nämlich auch schon mal einen schönen Screenshot. Den kann man dann ja auch benutzen, wunderbar. Ist natürlich jetzt ausleuchtungsmäßig nicht 100% perfekt, aber komm, das ist, wieso ist das hier eigentlich noch so hell? Achso, ja klar, Slabs sind lichtdurchlässig und, draußen ist es wahrscheinlich noch Tag. Ja. Machen wir hier wieder alles kaputt, ne? Warum machen wir eigentlich hier alles wieder kaputt? Moment. Da war so einer. Ich würde ja schon gern irgendwie rausgehen und das, die Sachen heile lassen.
So. Da, da, da. Da, da. Da. Da, da, da. Dann kann man nämlich von hier oben einmal wieder zuziehen. Beziehungsweise kann man nicht zuziehen, weil, keine Erde. Die holen wir uns mal schnell. Hier natürlich auch, ne, ganz klar, so. Und dann ist es hier drunten dann nämlich auch, da ist es nämlich finster hier drin. So. 2, 2. Hm, jo, muss reichen. Genau, wir haben ja hier dann die Ecken noch, die wir schön machen wollen. Ich könnte hier auch noch eine Fackel hin, ne? So. Haben wir überhaupt noch? Ja, da haben wir noch. Vier, ne? Oder... Ach komm, wir machen den auch zu, machen wir mit 4. Das heißt, wir brauchen hier 4 von. Und, ja. Erstmal so. Rest haben wir noch. Gucken wir gleich mal. Ja, den Eingang nachher dann zu dem Raum mache ich dann aus dem Keller von dem Haus. Dass man da vielleicht einer Stromleitung längs laufen kann, um dann da in diesen Raum reinzukommen. Oder hier so auf der Stromleitung, dass sie die noch eins tiefer setzen und Glas drunter machen oder sowas. Schauen wir mal. Also das bleibt jetzt aber erstmal so. Da haben wir den. Und da haben wir dann den. Und dann müssen wir den hier wieder und oh, auf Anhieb. Jetzt ist halt die große Frage, wir müssen ja eigentlich noch ein weiter nach hinten gehen hier. Das wäre überall. Nee, Quatsch, Käse, guck mal hier. So, zack. Und dann kommt dann, so. Und dann kommt hier so und so. Und dann kommt hier. Ach ja, dann kommt da Cobblestone rein und dann kommt da eine Fliese an die Wand. Eine Fliese an die Wand. Zack. So. Ja, passt doch wunderbar. Das ist genau so gewollt. So und nicht anders. Ja, hier wäre halt noch irgendwie, ne? Hier unten ist einfach, da kann man eine Treppe reinsetzen um die Ecke. Treppe, Treppe, Popebbe. So. Siehst du, die setzt sich auch gleich schon mal richtig in die Ecke. Ja, jetzt ist halt aber die ganz große Frage, wir brauchen hier eigentlich noch ein Stück, was dazwischen gesteckt werden kann. So eins hier ist es ja nicht. Zumindest nicht, soweit ich das hier irgendwie ausrichten und sehen könnte. Ja, also irgendwie, ne? So ein komisches anderes war das aber auch nicht, ne? Dieses Teil hier war das ja auch nicht. Ne, das hat halt einen anderen Winkel. Ach, wir brauchen irgendwas, was auf der einen Seite ein Slab ist und auf der anderen Seite zu ist, bis nach unten in die Ecke. Schauen wir doch mal, was wir da so haben. Fackel reinstellen. Steht die über? 1, 2, ja, die steht über. Aber es geht. Von der Optik her, es geht. Ja. Also, wenn irgendeiner eine Idee hat, wie man dieses Ding hier zumachen kann, ich bin für alles offen. Fast alles offen. So, machen wir hier mal eben weiter. Oha, da kommt der Weg runter. Da kommt der Weg runter. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, hier
schauen wir mal. Ich mache das erstmal zu. Schön kann man es dann immer noch mal machen. Moment, zack, zack, zack. Da kommt so einer wieder rein. Das bleibt so, das kommt so. Gut. Haben wir von denen noch welche da? Da müssen wir auch wieder mal... Bin ja auch ein Idiot, ne? So. Nö. So. Ne, hier kommt der, der es zumacht. Okay. So ist schön. Dann kommen die jetzt noch an die Wand. Ich mache hier erstmal zu. Das kann man dann immer noch wieder aufmachen. Und dann machen wir hier einmal Slaps an die Wand. So. Und einmal auf den Boden hier. So. Es muss nicht funktionabel sein, es muss nur gut aussehen. So, hier noch. Dann kann man nämlich hier schön zumachen und dann kommt hier nämlich alles wunderbar zusammen. Ah, Treppen habe ich noch hier. So. Treppe an die Wand. Ein Slab hier. Keine Slabs mehr, meine Güte. Upsa, so. Ein Slab hier. Einer hier, einer hier. Ja. So. Und machen wir mal hier einen Kobbel in die Ecke. So. Und so. So ist doch wunderschön hier die Ecke. Ja, also wie gesagt, wenn einer weiß, wie man die Ecke vernünftig zubekommt, gerne kurz Bescheid sagen. Sonst wäre halt hier so eine Lücke, das sieht aber irgendwie scheiße aus, ne? Das. Ich lasse es erstmal offen. Vielleicht klärt sich ja noch, wie man das denn vernünftig zukriegt. Ja, dann machen wir das hier drüben genauso. So wird ein Schuh draus, ne? Ecke. Ecke. Passt. So, dann haben wir nämlich hier so ein schönes Gewölbe, wo man sich dann relativ schnell die Decke den Kopf stoßen kann. Total übertrieben, unnötig, groß, aber wir haben ja Platz und Zeit und, eine Stunde, meine Güte. Wie lange haben wir denn gespielt? Wir haben nur 4 Minuten nur in der falschen Welt gespielt, auch schön. Gut, bisschen Zeit haben wir noch. Sehr praktisch, sehr, sehr praktisch. Ja, die Öffnung hier. Ich weiß es nicht. Wie wird das denn aussehen, wenn man hier so ein... Da kann man dann so einen Leuchtstein irgendwie nehmen, oder? Einen Leuchtstein hier rein. Und hier unten dann auch noch leuchten, dass man hier so eine Säule beleuchtet hat. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee, wenn das hier nicht klappt mit dem Schließen. Alternative Beleuchtung wäre dann halt eben über den Generatoren. Hier dann vielleicht auch. Oder auch nicht, mal schauen. Direkt drüber einen Leuchtslab einbauen. Würde auch funktionieren. Die könnte man dann halt nicht ein- und ausschalten. Also da könnte man jetzt keine Meselamps für nehmen, die man sich da irgendwie reinbaut. Das würde halt nicht funktionieren. Vor allen Dingen, weil die zu hoch sind und man die, glaube ich, nicht aufteilen kann. Also hier dann wirklich Meselamps in die Ecken. Die kommt man dann nämlich schön, wenn man reingeht, anschalten lassen.
Müsste von der Helligkeit her auch genug sein. Ich meine, so mit den Fackeln ist es ja auch hell. Man kann ja hier mal ganz kurz... Oha. Ja, man sieht halt so wirklich gar nichts mehr dann, ne? Hoppa. Na. Es wäre schon sehr, sehr, sehr finster. Was man natürlich auch machen kann, die Slabs sind ja so ein bisschen lichtdurchlässig. Man könnte natürlich auch einfach hingehen und hinter den Slabs Fackeln platzieren, dann sind die Slabs, die Schläppsche so ein bisschen beleuchtet. Würde auch funktionieren. Ne, hier waren die, ne? So. Würde auch funktionieren. Aber erstmal lassen wir es mal so. Also auf der Aufnahme ist das dann halt echt schon finster. Aber es geht. Also im Videos, wenn ich so gucke, das passt eigentlich so halbwegs. Ja, jetzt bin ich hier eingesperrt in meinem Kerker, der noch keine Funktion hat. Wir können hier aber schon mal wieder aufmachen. Und hier auch. Und hier auch. Und da auch. Und da auch. Und da auch. Und dann gehen wir noch mal kurz nach Hause und machen mal kurz ein bisschen Glas. Können wir dann nämlich schon mal zumachen. Beziehungsweise, das kommen wir ja gar nicht mehr rein, ne? Da müssen wir dann gleich nochmal aufmachen. So, Steinzeug, Lehmerde, nee, bei Basant war das Glas, ne? Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Home. Also mit Leuchtern, ich meine jetzt nicht diese Dinger hier, ne? Da kannst du natürlich auch machen, aber die sehen komisch aus. Die finde ich nicht so schön. Ich meine schon die richtigen. Also die Meselampen. So. Ja, da war ja noch was. Moment. So, und... Zack, zack, zack. Ja, wie kommen wir denn da jetzt am besten wieder rein? Jetzt ist ja nun alles zu. Ich würde sagen, ab durch die Mitte, oder? Weil solange wir bauen, ist, glaube ich, egal. So, hier. Zu. Direkt drunter wären dann halt die, ja, die Turbinen. Und Kabelgedönse wird dann hier zu, von den Turbinen in der Mitte an Strang zusammengeführt. Hier an das Teil. Was wir natürlich auch noch brauchen, da kommt ja dann Hochspannung raus, beziehungsweise die etwas stärkere Spannung. Wir brauchen noch einen Konverter. Damit wir für den Ofen die richtige Spannung bekommen, oder wir gucken, dass wir den Ofen austauschen. Ach, das ist der Alloy-Furnace. Ach, den gibt es nur als LV, ne? Ja, den gibt es nur als LV. Das heißt, wir müssen so oder so konvertieren. Aber guckt euch mal bitte das Rezept an, ne? Ganz ehrlich. Hier ein von... Hier ein von. Hier ein von. Rubber Fiber, da muss man, glaube ich, irgendwie in. Irgendwie konvertieren, Ofen brennen, Alloy, Gedöns, Grinding, hast du nicht gesehen. Die kann man aber auch relativ einfach herstellen. Das sind alles Rezepte, die gehen, aber es ist halt alles irgendwie. Nee, es ist so kompliziert und aufwendig und. Ah, nee, nee. Nö, nö, nö. Die Rezepte von Technik sind scheiße. Die sind zu kompliziert. Ich gehe noch einfach nochmal sinnlos hier runter und gucke mir das einfach nochmal an. Ja. Schön geworden ist es. Gefällt mir gut. Hier könnte man dann eben... Hier könnte man ja auch sogar noch irgendwie Sachen hinstellen. Ne? Dass man hier noch einen Tisch hinbaut, noch einen Stuhl, dass man hier so ein bisschen so einen Arbeitsplatz hat, so einen Wartungsarbeitsplatz oder sowas. Ne? Oder hier noch eine Kiste mit irgendwas. Und hier kann man dann halt weiter nach hinten noch ausbauen. Das kann man natürlich hier noch verlängern, soweit wie man es haben möchte. Beziehungsweise bis er hinten irgendwo rauskommt. Ich glaube, das ist so Richtung Brücke sogar, ne? Wenn man hier jetzt in die Richtung weiterlaufen würde, beziehungsweise... Ein bisschen versetzt von der Brücke, beziehungsweise bei euch in die Richtung versetzt. Weil die Kamera hier irgendwie gespiegelt ist, ne? Ja. Wir machen hier jetzt erstmal die Notbeleuchtung rein. Ja. 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 Ja.
dann machen wir hier wieder ordentlich zu. Und dann, ja, oben passt nicht ganz, ist nicht schlimm. Screenshot. So, dann haben wir noch einen vernünftigen Screenshot gemacht hiervon. Auch hier ist natürlich irgendwie Beleuchtung nicht so super prall, aber es sieht besser aus als gerade eben. Damit würde ich sagen, für diese Woche, beziehungsweise vielleicht für 2 Wochen, das ist ja jetzt schon eine Stunde, ich teile das glaube ich wieder auf, beziehungsweise wird es wahrscheinlich aufgeteilt haben. Wollen wir weitermachen oder wollen wir aufhören? Nicht, dass ihr irgendeine Möglichkeit hättet, das in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Aber ich würde sagen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Von daher, das war's für diese Woche. Beziehungsweise für diese Aufnahmesession. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession. Haut da rein. Tschö. Na gut, das üben wir nochmal. Macht's gut.